Vielen Dank, Peter Conradi. In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass Herr Conradi ja auch zu den Initiatoren von Stauner 21 gehört. Wir brauchen noch Unterschriften, die den Erfolg der Bürgerbegehren Storno 21 und Leistungslüge belegen. Es wäre unabhängig von der Wirksamkeit ein deutliches Zeichen für der Lebenskraft unseres Protestes. So, und jetzt geht es gleich los. Ich bitte jetzt auch die hinteren Reihen um Aufmerksamkeit. Wenn wir nachher uns auf den Brücken verteilen, bitte ich darum, keine Gegenstände herunterwerfen. Dies gilt besonders für die Menschen auf dem Elefantensteg, der über die vielbefahrene U14 führt. Und auch da muss beachtet werden, dass die Transparente nicht zu tief herunterhängen dürfen. Und halten Sie alle Transparente auch auf der Holzbrücke fest. Sie werden anschließend wieder eingesammelt. Der Schwabenstreich soll dann in einer Art gepfiffen werden, die sich durch die Menschenkette fortsetzt. Angefangen wird mit der Pfeiferei am Ende des Elefantenstegs, Eingang Rosensteinpark. Können Sie sich das merken? Ja. Probieren wir es. Auf geht's und viel Erfolg. Die nächste Montagsdemonstration findet wieder auf dem Stuttgarter Marktplatz statt. 14.04. 18 Uhr, um 17.15 Uhr dann die Untersuchung der eventuellen Gemeinderatskandidaten. Danke.